Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache für das warme Wetter heute ein Carpaccio aus Tomaten natürlich. Und das kann man ganz gut essen bei dem warmen Wetter, weil man das sehr kalt genießen kann. Und dann nehme ich euch gleich mal mit dazu. Und wir brauchen 1 Kilo Tomaten. Ich habe jetzt so Cocktailtomaten heißen die, die tue ich jetzt auch ganz rein. Anders natürlich halbieren. Wenn ihr noch andere habt. 1 Kilo brauchen wir. So, ist ein bisschen mehr, ist aber nicht so schlimm. Und dann 2 Knoblauchzehen habe ich hier. Und eine Salatgurke, 80 Gramm brauchen wir da. Und da ein bisschen mehr mal drin ist das nicht so schlimm. So. Und eine Paprikaschote. Da habe ich diese Spitzpaprika, nehme ich da immer gern für. Schau die auch noch mal durch. Und drin. Und ich packe gerne noch eine Chilischote rein. Braucht ihr aber nicht, das ist optional. Und jetzt kommen noch Zwiebeln rein. 30 Gramm. Ich habe hier so Zwiebeldu-Gefrierfach gehabt, die nehme ich jetzt. So. Und dann kommt eigentlich 30 Gramm Olivenöl, aber ich nehme ganz normales Rapsöl. Das ist genauso gut. So. Und 30 Gramm Balsamico-Essig. Einen halben Teelöffel Salz kommt darin. Und eine Prise Pfeffer. Man kann ja auch noch nachwürzen, logischerweise. So, und das Ganze wird jetzt erstmal mit dem Deckel zugedeckt. Und dann kommt es erstmal 30 Sekunden. Auf Stufe 5. Zeige ich euch das. So. Gut. So sieht es schon mal aus. Und jetzt das Ganze noch mal 2 Minuten auf Stufe 10. Jetzt ist es fertig, ich zeige es euch. Ich habe euch schon mal mit runtergenommen. So sieht das schon richtig lecker aus.
Allein. So, fertig gerührt. Guckt mal. So sieht's aus. Ich packe das jetzt auf den Teller, gieße ich das. Guckt. Guckt mal, wie schön das ist. So. Und jetzt könnt ihr das so essen. Ihr könnt allerdings auch ein bisschen Weißbrot reintun. Ihr könnt auch Schafskäse drauf bröseln. Aber ich dachte, ich hätte noch Schafskäse, habe ich nicht. Aber ich habe Mozzarella und den packe ich jetzt da oben drauf. Einfach so da rein. Weil das schmeckt genauso gut. Seht ihr? Und dann lassen wir es und schmecken. Wie gesagt, wir essen es jetzt gleich. Und anders schön in den Kühlschrank kalt stellen, bis ihr es serviert. Und dann habt ihr eine richtig schöne Mahlzeit. Und das war das Video für heute. Vielleicht hat es euch gefallen. Dann macht es mal nach. Und passt gut auf euch auf. Trinkt ordentlich was. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Ciao!